Jo Leute, was geht ab? Money am Start hier. Ja, wir machen mal ein bisschen weiter hier im Thema zwecks Virus, Corona, dies, das. Ja, heute haben wir Sonntag. Wir haben uns jetzt eben mal die Pressekonferenz hier von der Kanzlerin reingepfiffen und ja, ich bin hier gerade bei meinem Schwager auch. Ja, und sitzen jetzt hier zusammen, haben jetzt gerade mal ein bisschen darüber gequatscht, mehr oder weniger. Für mich ist jetzt eigentlich mal auch mal wichtig, was ihr jetzt davon haltet, was ja jetzt wieder beschlossen worden ist, dass manche Bundesländer hier dicht haben. NRW und sowas soll alles ganz normal bleiben, bis auf weiterem diesem Kontaktverbot und was weiß ich. Aber sonst hat sich ja da großartig ja, nichts getan. Meine Frage ist an euch, was haltet ihr davon, dass die eine Seite zumacht, so Ecke Bayern, Sachsen, Anhalt oder was? Ja, und Hessen und so, die haben ja jetzt auch mehr oder weniger Einschränkungen bekommen. Wir hier in NRW, ja, bei uns ist das ja noch relativ locker. Wir haben da so unsere eigene Meinung, muss ich natürlich nicht bestätigen, aber könnte man das Gefühl bekommen. Und wir machen jetzt auch einfach so ein normales Geschwafel hier, das ist jetzt kein Spaßgelaber, so wie wir das sonst immer machen in den Videos, obwohl wir ja eigentlich so sind, aber das ist ja jetzt so ein bisschen ernstes Thema, weil wir auch wissen wollen, was ihr so mehr oder weniger dazu zu sagen habt. Und ja, ich frage jetzt einfach mal meinen Schwager, was der von der ganzen Sache hier hält. Und ja, bin ich mal gespannt, was ihr auch dazu sagen werdet, beziehungsweise schreiben werdet in den Kommentaren. Ja, was sagst du denn dazu, dass die hier so und so gemacht haben und hier bei uns so locker noch ist? Was ist denn deine Meinung? Meine Meinung ist einfach, dass die hier in NRW bzw. in Deutschland nicht die Eier dafür haben, komplett zuzumachen wie in anderen Ländern. Das läuft zum Beispiel in Italien, Frankreich, Spanien. Das ist eine, wie gesagt, so eine wirtschaftliche Frage. Die Merkel hat halt meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Schiss davor, dass der Staat endlich mal aus eigener Tasche ein bisschen was finanzieren muss, was sie jahrelang den Bürgern ja abgenommen haben mit Steuergeldern. Und meinen jetzt, die müssten hier so eine Art Ausgangsverbot Light hier um die Ecke kommen. Weil im Endeffekt am Freitag hat der Ministerpräsident von Bayern hat Bayern ganz dicht gemacht. Ich finde, das ist korrekt, so muss das auch sein. In anderen Ländern läuft das genauso, um diese Scheiße endlich mal von der Backe zu kriegen. Ja, und hier kommen sie auf die Idee, hier so eine ja, abgeschwächte Version mit Ausgangssperre Richtig. und hast du nicht gesehen. So Larifari-mäßig. Ja, Ja, für ja. mich auch so, ne? Also ich denke auch, also wenn man schon zumacht oder gewisse Ecken zumacht, dann sollte man alle zumachen, damit man auch wirklich die Hoffnung hat, dass die Scheiße vielleicht nach 2, 3 Wochen weg ist, abgeklungen ist, wie, oder wie auch immer, weil die halt diese zeitliche Beschränkung ja von 2, 3 Wochen immer reden, so dass dass der Virus so lang angeblich überleben soll, im menschlichen Körper, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das kann natürlich alles wieder eine Sache der finanziellen Lage sein, weil das ist mir wieder ein bisschen zu kurios, weißt du, wie du schon sagst, alle anderen Länder machen da komplett zu, sei es, wie gesagt, Frankreich, Italien, Spanien, was weiß ich, was nicht alles. Aber ich habe eben schon gesagt, wo die Pressekonferenz noch am Laufen war, da waren ein paar Leute mehr hier so familiär gesehen. Und da habe ich auch dazu gesagt, ich habe im Gefühl, dass die schon intern wissen, dass die Zahlen wahrscheinlich schon wieder am Abklingen sind, weil umsonst würden die Lockerheit vielleicht auch nicht lassen, so, also die Lockerung hier bei uns in der Ecke, dass wir uns mal weiter frei bewegen dürfen. Oder, also es hat ja hier jetzt bei uns gar nichts geändert, im Gegensatz zu der Ansage von letzter Woche. Und ich gehe mal davon aus, in den nächsten 2 Wochen, so sollen ja jetzt erstmal die Dingens hier bleiben, die Beschließungen, ob jetzt zu Läden, Friseur, Pipapo, was weiß ich, was nicht alles. Dass in 2 Wochen dann eine Pressekonferenz kommt, wo gesagt wird, die Zahlen der Infizierten sind runtergegangen, beziehungsweise Heilungsprozess ist, was weiß ich, sage ich jetzt mal 30.000 Angesteckte, davon sind es jetzt nur noch 25, 22.000, dass der Prozess super läuft. Wir kommen, lass uns nochmal 2 Wochen nehmen, damit das vielleicht so und so, dass wir quasi Richtung Mai, meine Meinung Ende April, Anfang Mai, dass sich das wieder so in die Normalität bewegt. Was meinst du? Also ich sehe das ein bisschen anders als das, Okay. was ihr dann im Fernsehen da verzapfen. Also nicht, was du sagst, sondern Also, naja, ja. weil ihr dürft nämlich eins nicht vergessen, NRW ist das Bundesland in Deutschland, was die meisten Einwohner hat. Und auch die, sag ich mal, die Dichte hier an Menschen
ist natürlich viel, viel höher als zum Beispiel in anderen Bundesländern wie in Bayern, in Sachsen oder sonst irgendwo. Und meiner Meinung nach müssten die eigentlich in einem Bundesland wie hier, wo über 20.000 Infizierte, offiziell Infizierte, die Dunkelziffer liegt meiner Meinung nach wahrscheinlich beim Doppelten, wenn nicht sogar höher. Weil viele auch nicht wissen. Eben. Ja. Kann ja genauso gut sein, dass wir zwei hier verseucht sind, ohne es zu wissen, weil keine Sau von uns getestet wird, beziehungsweise wenn du sagst, ich habe Symptome, dann wirst du erstmal am Telefon abgefrühstückt von wegen, ja, wenn sie nichts haben, dann bleiben sie zu Hause ungefähr. Weil, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach immer eine finanzielle Frage. Und bevor die ihr ganzes Land dicht machen und wie gesagt... Ja, ganz Land dicht machen, machen die? Ja, statt die das ganze Land dicht machen, gehen die natürlich hin und machen so eine abgeschwächte Version davon, von wegen Kontaktverbot, hast du nicht gesagt. Im Endeffekt, die Scheiße bringt überhaupt nichts. Wenn ihr mal seht, zum Beispiel... das ist jetzt deutschlandweit ein etwas verschärfteres Kontaktverbot. So, die einzelnen Bundesländer, die dürfen natürlich zu diesem verschärften Kontaktverbot natürlich nochmal eine Schippe oben drauflegen. Bayern sagt, es bleibt so, wie es ist. Der Söder zieht das knallhart durch. In Sachsen genauso, die haben auch das komplette Bundesland nochmal verschärft. Da gibt es gar keine, also die Ausgangssperre wurde da komplett verhängt. Die sagen, wir scheißen darauf, was die Merkel sagt. Wir machen hier richtig zu. Und zwar so, wie es auch meiner Meinung nach sein sollte. Eigentlich richtig, ne? Auf jeden Fall. Und hier in NRW halt aufgrund der, sage ich mal, Einwohner und der Menschen, die, sage ich mal, arbeiten gehen und Steuern zahlen, dürft ihr nicht vergessen. Da hängt jede Menge Kohle dahinter, die dann eventuell, wenn die Leute nicht mehr arbeiten gehen können, Kurzarbeit etc., da muss der Staat die ganze Scheiße finanzieren. Und davor haben sie hier in Deutschland leider ein bisschen zu viel Angst, dass das halt Milliarden kostet, weil die versprochenen 25 Milliarden, das ist ein Witz, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich sehe, wie viele Gastronomiebetriebe jetzt neuerdings dürfen, müssen auch alle Friseure, Massagepraxen und keine Ahnung was alles, diese, sag ich mal, ja, Ein-Mann-Betriebe, hier wird es so viele Arbeitslose geben demnächst, genauso viele Gewerbetreibende, werden kaputt gehen an der ganzen Nummer, weil im Endeffekt, wer lässt sich, sag ich mal, in so einer Situation noch massieren, geht, sag ich mal, zu Pediküre oder zum Friseur oder sonst irgendwas. Vor allem die Leute, die jetzt so ein Geschäft betreiben, die können nicht mal eben einen Monat auf zwei aus eigener Tasche sämtliche laufende Kosten bezahlen, es sei denn, man hat jahrelang gut was weggelegt, aber bezweifle ich. Ja gut, muss natürlich auch gucken, ne? Leute, die irgendwelche Läden angemietet haben, da ist ja jetzt auch nicht so, dass der Vermieter sagt, auch ja, lass mal noch 70 Jahre ja, Corona, eben, ne? Ich kann da auf die Miete und das was weiß ich was. Problem, ne? So, das ist genauso zu dem Thema, was ich jetzt kurz ein bisschen anderes Ding, da meinte die ja eben noch zu, es gibt noch keinen Wirkstoff und es gibt noch kein, also quasi keinen Impfstoff dafür. Ja, also Leute, mal Real Talk, so jeder, der auch Ahnung hat von Impfungen oder sonst irgendwas, sind ja immer abgeschwächte Versionen, die man da als Impfung bekommt. Das heißt, man würde ja quasi den Coronavirus, ne, würde man ja in einer leichten Form selber reingeschoben kriegen, wenn man sich dagegen impfen lassen möchte. Ja, das ist ja wie so eine Grippeimpfung. Ja, ja, klar, logisch, ist dasselbe. Aber, ey, guck mal, sei mal ehrlich, das ist doch das Ziel, was die wollen. Dann können sie nämlich sagen, man hat automatisch die Scheiße drin. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. So, weil Impfung gegen den Dreck, keine Ahnung. Überleg mal, du weißt selber, was in den ganzen Impfscheiße für ein Zeug drin hängt. Weißt du, hier, wie wir eben gesprochen haben, bei Quecksilber, dieser. Auch jetzt sagen wir mal zum Beispiel bei kleinen Kindern zum Beispiel. Man weiß selber, ob wir oder Kinder, wenn die geimpft werden, danach bist du den ganzen Tag platt, bist du voll, hast du Fieber, dir geht's scheiße, was weiß ich was. Weißt du, also ich bin auf jeden Fall natürlich, ich lasse mich auf jeden Fall nicht impfen. Was sagst du? Würdest du dich impfen lassen gegen den Kreis? Ganz ehrlich, normalerweise bei der Grippe, da gab es auch schon zu Zeiten von meiner Oma. Man sagt normalerweise, eine Grippe kommt eine Woche, eine Grippe geht eine Woche. Korrekt. Du bist 14 Tage im Sack, danach schwitzt du die Scheiße aus, dein Körper entwickelt Antikörper dagegen und kämpft dagegen an. Mhm. Klar, ich sag mal so, für ältere Menschen, die sowieso schon angeschlagen sind, ab 60 aufwärts, mit COPD, mit anderen Krankheiten, mit eventuell Lunge kaputt, hast du nicht gesehen. Dass diese Menschen natürlich extreme Hilfe brauchen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dass sie das hier, weiß ich nicht, so ein komisches Kontaktverbot da aushängen, was meiner Meinung nach für ein Arsch ist, Mann. Ich soll morgen zur Arbeit gehen und denselben Scheiß Schmutz weiter einatmen, den ich letzte Woche auch eingeatmet habe. Bringt doch nichts. Ja, vor allen Dingen, ich sag ja, das ist das, was ich dir eben noch gesagt habe, Mann. Dass ich...
weiß nicht, irgendwas muss da hinter den Kulissen, muss schon wieder im Busch brodeln, weil, also, wenn alles so drastisch wäre, wie die ganze Zeit gemacht wird in den Medien oder gesprochen wird oder, dann müsste man in den Sachen einfach konsequent und knallhart durchziehen. Guck mal, wenn ich die anderen Länder schaue, ne, guck dir an Amerika, ne, mit Trump, guck dir an Türkei mit Erdogan, guck dir Russland an mit Putin. Ey, das sind direkt Leute, wenn die was sagen, dann springen die anderen wie Mäuse durch die Gegend. Verstehst du, Ja, was ich klar. meine? Und hier, unsere Kanzlerin, die ist, weiß ich nicht, Die wird von der Wirtschaft ja, gesteuert. die nimmt man auch nicht für ernst, weißt du, das ist keine Person, wo du sagst so, oh, weißt du, so, die hat jetzt was gesagt, so, keine In Hessen dürfen nur noch allein aus dem Ahnung. Haus gehen. Also nochmal eine Schippe zur NRW Ja, obendrauf. logisch. Guck mal, Heinz Spielo zum Beispiel, der kommt aus der Hessener Ecke, das hat er mir auch gestern, vorgestern schon gesagt, dass das bei denen so gekommen ist. Bei denen dürfen nur noch 6 Leute maximal in den Supermarkt rein und der Rest muss warten, da steht Security vor, bla 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 bla. Aber das ist doch genauso ein bescheuerter Scheiß hinterher. Wenn du mal überlegst, die Leute, die eventuell infiziert sind, jetzt nur noch nicht mehr mit 3 Mann einkaufen dürfen, sondern noch mit 1 oder 2. Wenn er im Supermarkt läuft, steckt er doch auch die Verkäufer da an. Und die Ja. anderen Menschen, die da einkaufen, Wenn die genauso. keinen Schutz haben, und guck mal, weißt du, was auch was das Bekloppte ist? Also hast du schon mal mit 2 Meter Entfernung an der Kasse bezahlt? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Soll ich der Verkäuferin das Geld entgegenschmeißen? Ja, du Und meine Chipkarte, wie soll ich die benutzen? musst dir den Gogo Gadgetto Langarm Ja, machen, ne? Lava, Den auf musst jeden du. Fall. Oder von Street Fighter früher den Dalsim, weißt Ah, du, kannst den, ja mit dem ja. langen Arm rüberschnippeln. Nee, aber ist ja auch bescheuert, jetzt überleg mal, du sollst nicht mit zig Leuten einer Horde aufeinanderprallen. So, was ist das wieder für ein Widerruf an sich? Jetzt überleg mal, jetzt gehst du morgen in irgendeinem Supermarkt einkaufen, da dürfen nur 5 oder 10 Leute rein und hinter dir ist eine Schlange von 20, 30 Leuten. Das Ja. heißt automatisch, da ist auch wieder diese Gruppenbildung, ob sie jetzt diese 1,50 Meter oder was die da erzählt hat, einhalten oder nicht, aber trotzdem hängt da eine ganze Traube aufeinander. Das ist Korrekt. ja auch eine Verarscherei, wieder dieser Spruch. Also ich weiß nicht, ob die manche Sachen nicht selber hinterfragen. Manchmal habe ich auch ein Gefühl, die lassen hier zum Beispiel alles so gut, klar mit Einschränkungen, aber manchmal habe ich ein Gefühl, die wollen, dass die Leute sich entweder wirklich den Scheiß reinpfeifen, ne? So, oder die haben noch gar nicht so weit nachgedacht, dass die dann sagen, oh Scheiße, was ist denn, wenn die einkaufen, aber da dürfen nur beschränkte 5 bis 10 Leute rein, der Rest muss draußen warten. Was machen wir denn, wenn da 50 Leute auftauchen und du weißt, wie die Leute hier gerade Amok Oh ja, laufen und klar. sind am Einkaufen. Paranoia. Ja, ne? Du findest nirgendwo mehr ein Scheißhauspapier, keine Ahnung, was Brot ausverkaufen, bis der Arzt kommt. mit 700 Rollen Kackhauspapier brauchen, sollen sie Sonntagszeitung nehmen, wenn nichts mehr da ist, ey. Weißt du, nicht 17.000 Rollen da kaufen. Also, die sind total alle am Rad am Drehen und keine Ahnung, das ist aber auch, ich sag immer so, man soll vom Kopf aus manipuliert werden von dem, was man in den Medien hört. Klar, ist ja auch so. Die Medien sind ja mehr oder weniger Sprachrohr. Darüber werden die Menschen hier in Deutschland gesteuert. Klar, in anderen Ländern genauso. Aber wenn ich sehe, wie gesagt, da steht ja immer noch die Wirtschaft im Hintergrund. Ne? Ein Land steht mit der Wirtschaft, ein Land fällt mit der Wirtschaft. Wo kein Geld umgesetzt wird, da frisst du nachher irgendwann Steine. Und dann gibt es Kriminalität und keine Ahnung, was noch alles. Ja, lass es dir doch gesagt sein. Jetzt, wenn die Scheiße da vorbei ist, sagen wir mal einfach Richtung Sommer, weißt du, was dann kommt? Kriegen wir wahrscheinlich hier nochmal obendrauf schön Steuer obendrauf Ja, klar, geklatscht. Solidaritätssteuer wird dann um 20% erhöht, Ja, um die genau. Bundesländer, die am meisten drunter gelitten haben, zu unterstützen. Ja, klar, logisch. Ja, Leute, wie gesagt, ich mache den ersten Part mal hier auf Stopp. Wir werden aber bestimmt gleich nochmal drüber reden. Aber man muss natürlich auch erstmal sich das ganze Thema jetzt wieder ein bisschen sacken lassen, weil man ist ja egal, man wird ja auch wirklich schon noch von dem Thema genervt. Ne? Also ist egal, machst die Zeitung auf, steht da drin, machst du Computer an, machst du Handy an, guckst du im Fernsehen rein. Den ganzen Tag hörst du nur noch das Thema, als wenn die dich. Das ist das ja, was ich meine, was die Leute wirklich im Kopf reinhämmern wollen, Ja. dass es nur noch um das Thema geht. Alles andere soll hinten angestellt werden, Korrekt. weißt du? So, und ja, wie gesagt, Leute, lass uns mal dann den ersten Part hier schließen und wir gucken mal, wie es gleich weitergeht. Wenn wir irgendwelche Punkte vergessen haben, werden wir da jetzt gleich nochmal drüber quatschen und ihr pflastert mal unten die Kommentare voll, was ihr zu der ganzen Scheiße sagt. Und was ich letztes Mal noch gesagt habe, wenn ihr wollt, dass ich vielleicht zu anderen Themen irgendwas sage, was gar nichts hier mit dem Krempel zu tun hat, sondern ganz einfach nur über irgendwelche Themen, was ich davon halte,
Ich werde da jetzt gleich noch ein Video zu machen. Mein Schwager ist ja auch hier, da werden wir gleich drüber reden, weil ich hatte bei mir in den Kommentaren gesehen, Manni, was hältst du von der heutigen Jugend, Alkohol, Drogen, dies, das, jenes. Werden wir gleich, glaube ich, mal drüber reden, weil wir sind ja in der gleichen Altersklasse so und kennen ja unsere Jugend von damals und so, wie sie heute ist. Und ja, knallt die Kommentare voll mit irgendwelchen Themen, dann werden wir mal gucken, entweder sage ich da was alleine zu oder wenn der Zufall so will wie heute und ich bin hier bei meinem Schwager, er ist bei mir, dann sagen wir da was zusammen zu, weil manchmal fällt ihm vielleicht noch ein paar Punkte ein, die mir nicht eingefallen sind oder halt andersrum, dass man sich da manchmal ergänzen kann. Und ja, in diesem Sinne, Leute, haut rein, bis dann, bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf eure Familien, lieben Gruß, eure stabile Lage und Money. In diesem Sinne, yalla.